Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir könnten mit Reinhold nochmal sprechen und ihn bitten, dass er uns in den Reihen der Klerikern aufnimmt. Ich werde es mal probieren. Wenn er uns dann automatisch schon zum Kleriker machen tut, werden wir nochmal laden. Ich hoffe, da eventuell noch eine Quest machen zu dürfen. Vorher mal schauen. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Lass mal sehen. Ja. Die Sache mit Dietrich war gute Arbeit. Die Hintermänner des Alexhandels zu finden, hatte oberste Priorität. Aber all das beiseite. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, im Sinne Kalans zu handeln. Und wir sind dringend auf gute Männer angewiesen. Wenn du möchtest, werde ich dich zum Akolyt der Kleriker ernennen. Aber denke daran, dich Kalan zu widmen, ist eine endgültige Entscheidung. Bist du dir also sicher, dass du Kleriker werden willst? Ich denke nochmal drüber nach. Ich denke noch einmal darüber nach. Gut. Wie du willst. Aber lass dir nicht allzu viel Zeit damit. Das war gut. Jetzt haben wir ordentlich Erfahrungspunkte noch eingesackt. Das ist gut. Sehr gut zu wissen, das werden wir auch bei den Outlaws machen und bei den Perserkern natürlich auch. Das war jetzt wirklich sehr, sehr gut. Wow, fast ein Level Up, schau mal. Das waren jetzt, glaube ich, 3000 Punkte, oder? Leck mich am Buckel. Das zahlt sich aus. Okay, wir werden das Ganze jetzt einmal speichern. Und zwar 24 hatten wir. Dann kann ich jetzt den 25. Spielstand hernehmen. Da war eh nur Reserve, passt. Gut, wir werden jetzt zu den Outlaws zurückkehren. Und mal schauen, ob wir dieselben... Ob wir denselben Bonus, sage ich jetzt mal, schon von den Outlaws kriegen. Das würde mich sehr freuen. Die waren hier, ne? Bunker des Dukes. Schauen wir mal. Und dann werden wir natürlich weiter questen. Jo. Vielleicht können wir uns auch das schon von den Perserkern holen. Das wäre mir auch sehr lieb. Dann hätten wir schon wieder ein vollständiges Level up. Außer es geht sich jetzt schon aus. Schauen wir mal. Also, Herr Duke. Wir waren ein braver Bub. Ja. Und kann ich es nicht irgendwie beschleunigen, einer der Outlaws zu werden? Aha. Kann ich es nicht irgendwie beschleunigen, einer deiner Outlaws zu werden? Weißt du eigentlich, wie viele von den Geigen da draußen mich das fragen? Wenn's dir wirklich ernst damit ist, einer meiner Männer zu werden, dann musst du mich schon scheiße nochmal höllisch beeindrucken. Jawohl! Was wäre beeindruckend genug für dich? Wie komme ich denn an eure schwere Ausrüstung? Ja, das... Wenn es dazugehörst, ist logisch. Also, wie kann ich dich denn beeindrucken? Was wäre beeindruckend genug für dich? Ich habe noch nichts über dich von den anderen hier gehört. Also, mach dir erstmal einen Namen. Wenn du dich von meinen Aufsehern da draußen nicht killen lässt bei dem Versuch, eine große Nummer hier zu werden, dann wäre ich beeindruckt. Okay. Wie komme ich an diese schweren Ausrüstungen ran? Wie komme ich dann an eure schwere Ausrüstung? Du glaubst, mich kümmert dein Scheißdreck von Ausrüstung? Ich bin der Duke! Ja! Mein Cousin William entscheidet, ob du hier im Fort was abgreifen kannst. Sprich mit ihm darüber. Okay. Wenn du erst einmal zu uns gehörst, wirst du den anderen Fraktionen abschwören und hier deinen fetten Profit machen. Erst einmal würdest du ganz unten als einfacher Läufer anfangen. Wenn du dich dann weiter bewährst, kannst du vielleicht Schlechter oder später sogar Vollstrecker bei uns werden. Dann erwartet dich das ganz große Geld und ja, sogar unsere fetteste Ausrüstung. Aber auch erst dann. Verstanden? Ich fürchte, ich habe einen Bock geschossen, den Eck. Ich habe zu tun. Ich fürchte, ich habe einen Bock geschossen mit dem Ike. Und zwar, dass er gestorben ist, war, glaube ich, nicht so geil. Das wird mir hier ganz schön den Ruf vermiesen. Und da William uns, glaube ich, auch nicht mehr besonders leiden kann. Warum auch immer. Ja. Könnte es da durchaus Probleme geben. Ah ja, denn das habe ich auch vergessen abzugeben. Ja, alles der Reihe nach. Ich will jetzt nochmal schnell zu William. Da... Wo war der jetzt nochmal schnell? Ach ja, runterporten, glaube ich, war am schnellsten, ne? Hierhin. Und dann ein bisschen schräg nach rechts. Glaube ich. Gawaja. Ja. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So,
Sprinten wir mal ein Stück. An Wade vorbei. Und ich glaube, da vorne war er schon. Ah, wer kommt denn da geflogen? Das dürfte sich um eine Wache handeln. Okay, ich dachte schon, Ray kommt geflogen. So. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Stör mich jetzt nicht weiter. Dieses Fort regiert sich nicht von alleine. Scheiße. Ich glaube, das habe ich versaut. Okay. Das ist dann wohl Pech. Das ist dann wohl richtiges Pech. Das wäre richtig, richtig blöd. Jetzt hatte ich schon gehofft gehabt, dass wir hier ordentlich, ja, Ruf kriegen. Okay, Scheiße. Tava, was hätten wir denn noch? Mutprobe. Brüchige Macht. Warten auf Red. Können wir das noch machen? Der wäre da unten. Das passt eh gut. Wir sind... Na, wir sind in der falschen Gegend. Hoppala, verkehrt. So, Bord muss nochmal hier hin. Dann schauen wir uns das mit Red nochmal an. Und... ja, hoffen das Beste. Heureka! Okay, es lädt gerade. Darum hören wir gerade kein Geräusch. Ah, kommt schon. Dusch, 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 dusch. Halt, da ist ein kleines Heilkraut. Ein Ratti. Ja, Pflanzen können wir gar nicht genug haben. So viel wie ich da wegsauf von dem Ganzen. Du Drecksau. Ich habe mit Chloe gesprochen. Und? Pass auf, ich habe einiges aus ihr rausbekommen. Aha. Es war nicht leicht, aber als wir erstmal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich nicht gut. Worum genau ging es nochmal? Komm zur Sache. Na. Worum ging es nochmal? Na, du bist vielleicht vergesslich, mein Freund. Schon ich länger wollte her. Doch für dich herausfinden, warum Chloe mit ihrer Bar so viel Kohle einnimmt, aber keine Abgaben an den Duke abdrücken kann. Stimmt, du genau, da war was. Ich wollte, dass du sie bestiehlst, habe dich verraten, um ihr Vertrauen zu gewinnen und so. Klingelt's? Ja. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird. Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich aufs Goschel kriege. Ich hoffe, Ray hilft mir. Ist nicht ganz ungefährlich. Aha. Wir sollten dringend etwas dagegen unternehmen. Ja, bin ja dafür. Na gut, dann schauen wir mal. Da 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 da. Also gut, ich denke, hier hört uns niemand, den es interessieren würde. Okay. Na dann. Pass gut auf, mein Freund. Blake erpresst Chloe. Er fordert Schutzgeld von ihr. Alles klar, ich sorge dafür, dass er damit aufhört. Ich nehme an, du hast bereits einen Plan. Interessant. Hilf mir auf die Sprünge. Wer ist Blake nochmal? Na na, einen Plan? Ich nehme an, du hast bereits einen Plan. Ich wäre nicht Red, wenn ich keinen hätte, oder? Du solltest auf keinen Fall mit Blake darüber reden. Wir wollen schließlich eine endgültige Lösung. Wenn er davon erfährt, dass wir Bescheid wissen, dann wird er Chloe bestimmt für einige Zeit nicht mehr erpressen. Aber irgendwann wird er wieder damit anfangen. Mhm. Wir brauchen etwas, das ihn dauerhaft dazu zwingt, die Schutzgeldscheiße bleiben zu lassen. Ja. Wir sollen ihn töten. Woran denkst du? Wir sollten William davon berichten. Woran denkst du? Woran denkst du? Du solltest sein Zeug durchsuchen. Ich weiß, dass der gute Blake einen ziemlichen Leibwächterverschleiß hat. Soll heißen, er hat in den letzten 2 Monaten schon 3 unterschiedliche Leibwächter gehabt, weil sie alle gestorben sind. Super. Wenn wir den Grund dafür finden, dann haben wir ihn in der Hand. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt. Mhm. Und den finden wir am ehesten zwischen seinen Sachen. Wofür braucht er so viele Leibwächter? Ich werde Blakes Sachen durchsuchen. Warum durchsuchst du nicht sein Kram? Na, warum braucht er so viele Leibwächter? Wofür braucht er so viele Leibwächter? Naja, er hat wohl irgendwelche Geschäfte außerhalb zu erledigen. Du weißt, wie gefährlich es da draußen sein kann. Angeblich geht er gerne jagen und braucht dafür Schutz. Er erzählt dauernd, wie sie von Schakalen gefressen wurden. Aber wer weiß, ob das stimmt. Zurück zum Thema. Du gehst zu Blake und durchsuchst seinen Kram. Alles klar? Ich werde das machen, jawohl. Ich werde Blake Sachen durchsuchen. Alles klar. Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast.
Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort. Ja, passt. Vierti. Na gut. Also. Als Quest. Frisches Blut. Ich glaube, das wird das hier sein. Blake ist dort. Gut. Ja, porten wir uns mal dorthin. Es scheint näher zu sein. Und dann schauen wir mal, was wir finden tun. Ob wir überhaupt was finden tun. Aha, das war, glaube ich. Das kannst laut sein. Also ich dachte schon, das ist dort, wo das Bäumchen hochgegangen ist. Na, das ist ja unser Zimmer jetzt, ne? Stimmt, wir könnten eigentlich uns mal ein bisschen ausruhen. Bis zum nächsten Morgen pennen, weil es wird, glaube ich, eh schon wieder bald Nacht. Oh, mein Rücken. Oder es war die Kniescheibe. Eins von beiden. Naja, ein Haufen Müll. War da was? Setzerbrot. Mal wie lecker. Zwischen Müllbergen, da wächst es am besten. Ja, gut, dann weiter zu Blick. Lalilalala. Weil falls wir aufs Fressbrett kriegen, ne? Ihr wisst Bescheid, dann haben wir halt ein bisschen mehr Leben. So, also speichern. Das, was wir am besten können. Speichern und laden. Da sind wir Profi drin. So. Also. Servus, Blake. Du erpresst Schutzgeld von Chloe. Ja, natürlich. Wegen deiner Granatenkisten. Handel mit mir. Was? Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ich werde sehen, was ich tun kann. Bei deinem krummen Geschäft mache ich nicht mit. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar? Klar. Handel mit mir. Handel mit mir. Wie macht man das, als dass wir uns bei dem Deppen vorbeischleichen? Ich würde gerne den Heiltrank kaufen. Boah, das hat einen Brenner gemacht. Au, 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 au. Nur was soll ich machen? Ja, Lebenssaft. Ein Steam wäre auch nicht schlecht. Aber das kostet heute echt so damisch viel. So, was wollen wir denn verkaufen? Hätten wir denn irgendwas, das wir verkaufen könnten? So, Entschuldigung, jetzt konnte ich endlich niesen. Ja, danke fürs Gesundheitssagen, vielen Dank. Ja, was möchte ich denn verkaufen? Wir werden ja wohl irgendwo eine Graffel haben, was wir nicht brauchen tun. Ich brauche ein bisschen Geld. Ich will auch mal jetzt langsam unseren Moment, wie teuer ist das? Wie viel ist das wert? Ey, gar nichts. Was wollte ich sagen? Ich möchte nämlich gerne mal schön langsam unser Lager im Ausbauen. Also das Lager der Mitte, ne? Ja, 10 Zähne sollten reichen. Bei den Krallen würde ich sagen, ne, lassen wir auch 10. Bei den Federn, die Federn, brauchen wir die zum Bauen? Na, ist eine Trophäe. Passt, nehmen wir auch. Tun wir auch 5, also 10 übrig lassen, die Knochen dasselbe. So. Elektroschrott ist ein Rohstoff, das dürfen wir nicht wegschmeißen. Was haben wir da? Presslufthammer, da können wir ruhig 2 hergeben, wir brauchen eh nur einen. Was haben wir da? Ominöser Zettel können wir einmal hergeben. Dann haben wir hier Propaganda, Hammer. Kann er 5 haben. Da kann er 3 haben. Öllämpchen kann er auch 5 haben. An Besen kann er haben. Guten Becher kann er auch 4 haben. Guten Teller kann er einen haben. Krug. Ich behalte immer gern ein Stück übrig. Man weiß ja nie. Ist wahrscheinlich ein Blödsinn, was ich mache. Aber es sind eben so gewisse Spieleerfahrungen, die man so im Laufe der Zeit macht. Wertsachen. Cooles Spielzeug, Auto, Geldbündel. Das ist was wert. Na, 10? Wirklich? Dann würde ich sagen, behalten wir vielleicht auch 10. Dann nimmt das Graffel. Alte Münze lassen wir mal, weil die können wir da in dem Automaten verwenden.
Klopapier behalten wir auch, das ist für uns. Jo, das ist auch für uns alles. Mal ein bisschen scrollen. Da können wir eines hergeben. Plasmagranaten behalten wir auch. Okay, jetzt haben wir gar nicht so wenig Elixit. Das passt mir so. Handel abschließen. Ja, ich biete drum. Passt. Okay. So. Hoppala. Wenn ihr jetzt schleicht, kriegt ihr das mit. Ich werde mal kurz speichern. Wieder einmal. So, dann hoffen wir, dass wir das jetzt hinkriegen. Wir könnten Glück haben. Wir könnten Glück haben, wenn der jetzt nicht reingeht hier in diesen Saustall. Moment, da ist ja jemand. Aha, super. Okay. Es war nur ein Test. Vor wem versteckst du dich? Niemand. Hoppala, das wollte ich nicht. Vor wem versteckst du dich? Niemand. Jetzt geht er hier lang. Na, ich will ducken. Alter, ich wollte schleichen. Ich hab grad voll ein bisschen Panik, dass wir erwischt werden. Ray, du bist mit deinem Weg. Schleich die. Na, das will ich ja nicht. Ich drücke immer auf die falschen Tasten. So einen Lärm machen, ne? Okay, da ist auch nichts. Aber wer schläft, dann hier bitte eine Bank. Schlafsack. Was haben wir da? Halt, da war was. Was bist du für ein Zettel? Ach komm. Namensliste erhalten. Jawohl. Tresor. Okay. Elektroschrott und Klopapier, nehmen wir halt mit. Wenn es schon vor mal da ist. Vor wem versteckst du dich? Niemand. Halt, ich verdrück mich schon wieder, Entschuldigung. Vor wem versteckst du dich? Niemand. Na, nicht verdrücken. Du hast hier keinen Zutritt. Oh, Entschuldigung. Okay. Da war es leicht angepisst. Ah, wir haben die Namensliste. Das ist ja schon mal was. Okay. Vor wem versteckst du dich? Wieso schimpft denn der immer? Was ist mit dir? Okay, Klebeband und Elixit. Alter, ich spiele mir noch so lange, bis ich einen auf die auf den Deckel krieg. Du hast hier keine kluge Entscheidung. Alter. Alter, ich bin gerade voll angespannt. Ich glaube, wir haben alles Wichtige. Das heißt, wir können uns wieder schleichen. Servus. Okay, dann würde ich sagen, Namensliste. Schauen wir mal kurz rein. Quest da. Namensliste mit N. Da. Ein Schriftstück. Wer hätte das gedacht? Verschiedene Namen und Anmerkungen sind hinterlegt. Rechtschreibfehler inklusive. Bex sagt, dass... Bex sagt, dass die alle vertrauenswürdig sind. Das mit den Rechtschreibfehlern stimmt wirklich. Anwärterliste. Ryan, Big Jim, Iron, Madison, Cutter, Spike und Gun. Statt U mit A. Und Spike. Ach, es ist süß. Es ist unglaublich.
Es ist nicht schlecht. Wirklich nicht. Okay. Haben wir, was wir wollten? Haben wir, was wir wollten? Was wir brauchen für die Quest? Ich hoffe. Quest. Etwas Belassenes finden. Zur Not könnte man auch erpressen. Vielleicht finde ich ja die Splitter. Alex, das waren nur 25. Das kann nicht wahr sein, oder? Da muss es wahrscheinlich... Was ist das? Bericht über den Angriff der Berserker. Aha. Ob es vielleicht... Ob es vielleicht ein Versteck gibt. So ein zusätzliches Versteck vielleicht. Komme ich hier hoch? Das wäre schön. Ah, schaut nicht aus, hä? Na. Ja, ja. Das ist gleich Angry wieder. Du hast hier keine so kluge Entscheidung. Könntest du bitte darüber gehen, Kern? Oder auch nicht. Ich versuche da gerade. Ne. Kletter da nochmal hoch, bitte. Da, hoch. Danke. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ist da auch nichts, ne? Nö. Also wenn das in dem Tresor jetzt alles war. Na. Kann ich fast nicht glauben. Das wirklich alles gewesen sein? Könnte sein, ne? Vor wem versteckst du dich? Niemand. Aber irgendwie haben wir nichts gefunden, oder? Vielleicht hat er ja ein Hintertürl. Vielleicht. Gibt es da hinten noch was für uns? Ein Versteck oder so? Oder ein Eingang zum Keller oder so irgendwas? Nicht wirklich, ne? Oberhalb vielleicht? Nö, schaut auch nicht wirklich danach aus. Schade. Aber 23 Elix. Ich glaube, das waren 23, das ist ja nicht viel. Oh, der Part ist auch schwer zu Ende. Entschuldigung. Ja. Der Part ist zu Ende. Wir werden im nächsten Part hier weitermachen. Ich werde mal zurückgehen dann zum Questgeber. Mal schauen, ob wir vielleicht unser Ziel schon erreicht hätten mit der Namensliste. Ansonsten werden wir versuchen, den Typen zu bestechen. Ich hoffe, wir haben genug Elixit dafür. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!